Ja, Mahlzeit. Grüß euch, Servus. Ihr habt ja abgestimmt zuletzt bei Instagram und bei Facebook, was ihr in einer der nächsten Folgen sehen wolltet. Und ihr habt euch für das Weingut Philipp Kuhn entschieden. Das schlampert. Ja, gibt Schlimmeres am heutigen Abend. Das stimmt. Ja, ja. Also. Philipp Kuhn kommt aus der Pfalz, aus Laumersheim. Ich glaube, das ist ein Begriff, oder? Ja, da waren wir auch schon bei einer Tour. Ja. Ich meine, der Philipp Kuhn hat damals auch hier das Kamerakind den Begriff geprägt. Ah, okay. Hier bei uns. Also von dem her eins der ersten und Tours. Kinderarbeit bei Werner Vino. Ja, ja. Okay. Kinders, ja. Wir haben da schon einige Weine hier mal vorgestellt, aber zwei Weine haben wir hier noch nie vorgestellt. Und seltsamerweise haben wir auch insgesamt noch nicht so viele Rotweine von ihm vorgestellt. Obwohl eigentlich ist Weingut zu 50% Rotwein herstellt. Das ist höchste Zeit, hätte ich gesagt. Ne? Also würde ich auch sagen, ja. Genau, ihr wisst ja eh schon Bescheid, was drankommt. Als erstes heute ein Cabernet Sauvignon. Reserve 2012. Reserve, ganz kurz nochmal erklärt. Das ist einfach noch eine Selektion. Also das ist viel mehr Ausschnitt oder ja. Genau, ja. Genau, also ist alles handgelesen. Cabernet Sauvignon, eine Rebsorte, die ja eigentlich eher aus dem Bordeaux bekannt ist. Ich würde gerade sagen, ne? So Frankreich. Aber gut, ich meine, Pfalz, ja, ist ja nahe dran. Jetzt näher als noch vor. Ja, aber bleiben wir mal wieder beim Wein. Der Wein kommt, wenn ich mich nicht ganz täusche, von von Kirschgarten, glaube ich, und vom ganz Steinbuckel. Ehrlich, riecht man. Und ist auf Kalk und auf Löss gewachsen. Gut, Kalk kennen wir hier, Löss eher weniger, ne? Ja, Löss ist eher so Richtung Vulkan. Ja. So Rheinhessen-Pfalz, da finden wir eher Löss, aber jetzt bei uns vulkanischen ist vulkanischen so. Ursprungs, oder? Ich bin da jetzt nicht so. Bin ich jetzt überfragt. Ihr könnt es ja kommentieren, also da bin ich wirklich. Wenn da rein riecht, das ist. Ja. So Zwetschge rieche ich hier. Jetzt. Ja, dunkle Kirsche, so Sauerkirsch. Ja, und auch dunkle Schokolade und so. Also, Leicht auch so ein bisschen, das finde ich auch immer ganz, ganz spannend. Ich meine, ja, ich bin Raucher, ja, aber so leichte Tabaknoten sind. Ja, klar. Also der Wein war, glaube ich, 20 Monate im Barrique. Ja, das. Zwei Drittel neues Barrique, ein Drittel altes Barrique, also Zweitbelegung. Batonnage, also alles sehr interessant gemacht. Also wirklich sehr gekonnt. Also wirklich schade für euch, dass das Geruchsstreaming noch nicht erfunden wurde. Das wäre mal eine Erfindung. Das hätte was. Frisch geduscht. Also, ne, also das ist alles. Heute wäre es der richtige Zeitpunkt. Aber. Also für alle Leute, die sagen, in Deutschland gibt es keinen Cabernet Sauvignon, die sollen mal hier die was haben keine, Die haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Oder generell. Natürlich gibt es da viel Müll. Aber ja, natürlich. Aber den kannst du ja auch in Frankreich kaufen. Viel Müll. Natürlich. Ja. Viel teuren Müll. Und vor allem auch so dieses generelle Denken, dass es in Deutschland keinen vernünftigen Rotwein gibt. Ne? Also den gibt's. Definitiv. Definitiv. Der ist vielleicht sogar noch eine Spur zu jung. Ich wollte es gerade sagen, der ist noch ziemlich. Das ist jetzt 2012er, oder? Also der kann locker noch mal 5 Jahre. Mindestens. Ja. Wirklich, also ich kann ja auch noch mal kurz hier zeigen. So sieht der Korken aus nach 7 Jahren. Also das ist, der hat nicht mal ein bisschen. Ist nicht mal ein bisschen angekratzt. Also. Ja. Ein bisschen also, Verfärbung durch, die, genau. durch den Wein. Also top. Ich hätte mir ein bisschen erwachsener erwartet, ne? Ein bisschen gesettelter, ein bisschen gereifter nach so langer Zeit. Der ist noch unglaublich frisch verspielt. Frisch. Ja?
ist für mich so ein okay, wir sagen das oft hier, aber ja, wir essen es auch gern. Es ist halt für mich so ein Steakwein. Ja. Steakwein, ja. Lammwein. Ja, ja. Das ist so ein... Wildschwein gebraten. Ein Hipsterwein. Ein Hipsterwein? Ja, ja, ein Hipsterwein im Sinne von, ah, cooles Steak, Bart, hier Fliese nach oben gebunden, ne? So hier Tabaknoten im Aftershave, ja. Jetzt war, ja, weißt du, was ich meine? Also, spürst du, wie ich denke, würde mein Kollege sagen. Mir gefällt der sehr gut. Ja. Nee, aber das ist wirklich perfekter Steakbegleiter. Absolut. Hm. Ja. Also allgemein so zu gegrilltem oder kurz gebratenen dunklen roten Fleisch. Ja. Das kann wild sein, das kann Rind sein, das kann Lamm sein. Mhm. Super. So ein paar Hirschmedaillons von Phil. Ja. Oh. 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 Also, Hut ab. Ich meine, das darf man und das muss man in der Liga erwarten. Das ist, ich würde mal sagen, Champions League. In Deutschland ja. Ist das im Rotweinbereich. Bundesliga. Erste Bundesliga. Oberes Drittel in der Bundesliga. Ja. Nee, also. Zu schade, dass der Philipp sehr oft leiden muss im Moment. Warum muss er denn leiden? Ja, die dritte Liga ist schon hart. Gut, ja, wem sagst du das? Wir als Würzburger, ne? Nee. Aber gut, ich meine, wir haben jetzt hier, der Felix wird es richten, ne? Mhm. Obwohl ich jetzt gelesen habe, dass er sich eher für Wacker interessiert als für die Kickers. Mal's ab. Zurück zum Wein. Also interessant, wirklich, wenn man da seine Nase reinhält, ne, wie wir es gerade beschrieben haben. Die Noten, leicht Tabak, hier Sauerkirsch. Also genial. Wenn man im Mund hat, der ja umschmeichelt erstmal die Zunge, aber dann macht es Pam mit den Tanninen. Ne? Also da ist noch ziemlich Dampf dahinter. Ja, Minimum nochmal 5 Jahre verträgt er. Minimum, ja. Ja. Ich glaube, das kann man sich durchaus mal für längere Zeit einlagern. Ja. So ein Kistchen. Ja, definitiv. Preislich, wo sind wir da? Also, je nachdem, wo ihr ihn kauft, so um die 25 Euro. Mhm, ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Also jetzt nicht die Welt. Ja, also ja. Im Rotweinbereich in Deutschland, da geht es deutlich weiter nach oben. Und ich finde, für 25 Euro macht der schon viel Spaß. Ja, definitiv. Also das ist so Preisklasse weißes, großes Gewächs Franken, kann man ungefähr sagen. Ja. Ja. Aber wir haben ja noch einen zweiten Wein heute. Wir machen dann die Bepunktung, glaube ich, da machen wir nochmal einen zweiten Durchgang. Also wir lassen den jetzt nochmal kurz ein bisschen Luft. Und dann schauen wir mal. Naja, dann hätte ich gesagt. Zweiter Wein. Luitmar. Mhm. Warum heißt der Wein Luitmar? Klär mich auf. Luitmar geht darauf zurück, auf den Gründer der Stadt Laumersheim. Mhm. 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 Und deswegen heißt der Wein so quasi so mal so ein bisschen Lokalkolorit im Wein darin. Ist eine Cuvée. Und ich glaube, der Wein könnte zeigen, dass Cuvées durchaus sehr viel Spaß machen können. Ja, ne, das war also zum Thema Cuvée, das ist ja also jetzt hier in der, möchte ich mal sagen, in der Neuzeit lang verpönt gewesen. Ne? Also man gesagt hat, alles rein Sorte. Alles rein, ne, oder alles rein in die Cuvée, was der Winzer irgendwie ne, nicht rein Sorte. Ja, ich meine, das gibt es immer noch, aber. Aber früher war das ja die hohe Kunst des Winzers, einen Wein so zu verschneiden, dass er eben perfekt rüberkommt. Genau, ne? Genau. Und hier haben wir eine Cuvée aus 4 Rebsorten. Hauptbestandteil ist der Cabernet Sauvignon. Mhm. Danach kommt noch Blaufränkisch. Blaufränkisch, beziehungsweise Lemberger. Aber Blaufränkisch klingt irgendwie cooler. Ja, Lemberger ist irgendwie so ein bisschen...
Ja. Kommt drauf an, wenn du in gewisse Württemberger Landstriche gehst, da gibt es richtig tolle Lemberger. Ich habe zwecks Studium mal eine Zeit lang in Untertürkheim wohnen dürfen. Da gibt es richtig tolle. Ja, aber auch richtig viel. Ja, also wie gesagt, ich hatte da eher so die Fraktion Axt im Hirn Lemberger getrunken. Aber wie gesagt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch, St. Laurent, Burgunderrebsorte und ganz krass Sangiovese. Mhm. Findet man eigentlich eher in der Toskana. Ja. Also eigentlich krass, sowas gibt es in der Pfalz. Also wirklich nur zum kleinen Prozentsatz, aber ist drin. Ja, also man muss da auch nochmal zum Thema Pfalz was sagen. Das ist... wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Spannender mal Urlaub zu machen, also vielleicht um euch mal das Maul wässrig zu machen. Ich habe vor geraumer Zeit mal so eine kleine Lustreise in der Pfalz gemacht und habe da auch ein bisschen was mitgebracht. Es ist wirklich, ihr müsst mal durch den Pfälzer Wald laufen, ihr müsst da auch mal kulinarisch euch mal so ein bisschen durchprobieren. Ja. Und es ist ein sehr, sehr mildes Klima. Ja. Und daher keine Frage, dass solche Sorten da auch gedeihen. Ja. Hey, Nase ist... Ja, Bombe, ne? Also... Der hat auch so dieses Schokoladige so ein bisschen. Ein bisschen Pfeffer ist auch drin. Probier mal, dann bestätigt sich das. Ja, also definitiv die Pfeffernote kommt da raus. Also er hat noch diese Tannine. Ja, also ja. Und so, aber nicht, das ist absolut okay. Nicht so im Vordergrund wie der erste. Genau, also der ist ein bisschen, der ist ein bisschen weicher. Der ist ein bisschen weicher, umschmeichelt ein bisschen mehr. Der ist ein bisschen weiter. Also der, Aber gut, hier vom Jahrgang her, glaube ich, ein Jahr älter. Ja. Ist von der Machart eigentlich genauso wie der Cabernet Sauvignon gemacht. Also das auch eben zwei Drittel Neubelegung, ein Drittel Altbelegung. Ja. Aber das sind wir bei dem Punkt hohe Kunst, ja, mit mehreren Weinsorten, einen Wein, also ein Endprodukt so auszubalancieren, dass es eigentlich ja, von allem ein bisschen was hat. Und das kann der Wein. Das ist der Wein. Mhm. Also wirklich sehr, sehr ausbalanciert. Er hat Säure, er hat Tannine. Aber er ist trotzdem ein Gaumenschmeichler. Genau, und ja. Er ist trotzdem, obwohl er diese Tannine hat, ist er weich. Mhm. Hat natürlich diese Kirschnote. Mhm. Aber auch Pflaume, ein bisschen Vanille. Also aber was du am Anfang gesagt hast, diese Pfeffernote, so dieses leicht Pfefferscharfe kommt hinten raus. Spannend, echt spannend. Bin schon wieder am Überlegen, zu was könnte man den am besten... Wildsau. Ja. Geschmort, gebraten, whatever, Hauptsache Wildsau. Dann machen wir demnächst mal hier ein Werner Wino Schmankerl... Eine Schmankerl-Tour. Ja, über die Straße rüber. Ja. Das ist wirklich auch so Schokolade, bitter dunkle Schokolade ist dabei. Ja. Ich finde, der ist noch eine Spur interessanter als der Cabernet. Der Cabernet macht schon sehr viel Spaß, aber ich finde, der Luitmar ist noch mal eine Spur drüber. Der ist, wie soll ich sagen, mächtig, der Wein. Der ist echt mächtig. Das ist wirklich so eine, also absolut kann eine Standalone-Geschichte sein. Kann man auch, könnte ich mir jetzt gut zu einer Zigarre vorstellen. Warum nicht? Ja. Also, wenn man heutzutage noch raucht. Ja. Ja, das ist auch so ein, also ein Festtagswein. Das ist jetzt kein Wein, wo man mal sagt, ach, hier, mal am Feierabend. Ne? Der braucht besondere Tage.
Also würde ich auch sagen, ist über dem ersten. Nicht mit großem Abstand, aber schon deutlich. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, um noch ein kleines bisschen objektiver zu sein, wir geben den Weinen jetzt noch ein bisschen Luft und melden uns dann gleich noch. Jo, da sind wir wieder. Jetzt haben wir der ganzen Sache ein paar Minuten gegeben. Genau, ein bisschen Luft. Dass mal ein bisschen Luft an die Sache rankommt, ne? Das hat ihm gut getan. Ja, hat sich auf alle Fälle geruchlich noch ein bisschen geöffnet. Ja. Also nochmal zur Wiederholung, wir haben jetzt nochmal den Cabernet Sauvignon, das ist den ersten Wein im Glas. Aber von der Nase her auch wirklich klassisch so. Wie man sich ein Cabernet vorstellt. Ja, so aber Glas, kommt ja halt aus der Pfalz. Es kommt so im zweiten, dritten Reinschnuppern so ein bisschen noch ein leicht alkoholischer. Ja, der, wie viel hat der? 13,5? 14? 14,5. 14,5, also. Jetzt nicht störend, nee, aber man merkt's. Trotzdem, also ich sage jetzt einfach mal 25 Euro reinsortige Cabernet Sauvignons bekommt ihr aus Kalifornien zum Beispiel auch. Und da muss ich sagen, wenn ihr in der Preisklasse aus Kalifornien was wollt, da zahlt ihr es doppelt. Und das wollen wir ja im Moment nicht, ne? Ja, wir trinken gerade gerne mehr. Von unserem Kontinent. Ja, du, ich muss sagen, ich glaube, den Winzern in Kalifornien, denen tut es auch leid, dass so gewisse Leute da so ein komisches Zollsystem eingeführt haben. Die Luft hat ihm gut getan. Also ist schon stark. Ja. Und man merkt auch, also wirklich die Tannine auf der Zunge, hinten im Gaumen. Darf man. Ja, definitiv. Und ja, nochmal, also handwerklich super, gibt's nichts dran auszusetzen, aber auch das Philipp Kuhn, erwartet man da. Ne? Ja, warte. Ne? Punktemäßig, in der neuen Skala. Ja, in der neuen Skala, in der wir es hin. Würde mal sagen, runde 17 Punkte. Bin ich d'accord. Okay. Ja, definitiv. Ich meine, 17 Punkte ist hier eine sehr gute Bewertung. Ja, also. Ich könnte mir. Ihr seht auch sehr, sehr hohe Fließgeschwindigkeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der irgendwann in die nächste Kategorie nochmal vorprescht. Ja. Wenn er vielleicht noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Reife gewonnen hat. Also aber auch echt interessant, dass er sich über so viele Jahre seine Jugendlichkeit bewahrt. Genau. Ja. Wäre das bei uns doch auch so. Ja, ist doch so. Ist doch so. Ist doch so. Ist doch so. Ja, also hier. Stimmt. Ja. Du hast dich gut gehalten. Ja, vielen Dank. Gleichfalls. Danke. Spaß beiseite, also das ist wirklich 17 Punkte definitiv. Das ist, glaube ich, eine Punktlandung im wahrsten Sinne des Wortes. Zweiter Wein noch. Ja, definitiv. Darf ich? Ja, gerne. Ja, bitte. Also der Lultmann nochmal, Dankeschön. Jetzt dachte ich zuerst so ein bisschen, er hat dieses Pfeffrige verloren, aber das kommt dann so im zweiten rein.
schnuppern. Also das ist wirklich interessant. Gerade diese Pfeffernote, irgendwie, das ist so Pfefferschokolade irgendwie. Mhm. Dunkle Schokolade mit ja, Rosenpfeffer. Was ist Rosenpfeffer? Ja, so dieses, das ist ja eigentlich kein Pfeffer. Ja, ne? Ja, das ist dieses Rot. Diese rosa Kügelchen. Ja. Also sehr, 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 sehr komplex, vielschichtig. Also da wäre ich noch mal ein bisschen drüber. Ja, ich auch. 18 würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen 18. Ja. Er kratzt sogar so ein bisschen an den 19. Aber er kratzt dran. Er guckt hoch. Er guckt hoch. Er guckt hoch, und da er immer noch so frisch ist, das gleiche wie beim Cabernet von Sauvignon, der könnte die 19 erreichen. Ja. Also das sind definitiv Weine, ne? Wenn man sagt, ah, die lagert man jetzt ein. Der hätte sogar mal deine Tochter, wenn sie in das Alter kommt, Spaß dran. Das stimmt, ja, das stimmt. Vielleicht kriegt ihr auch sowas. Ja, mal gucken, vielleicht besorge ich da mal was in der Richtung. Also Anekdote aus meiner Familie: Mein Großvater oder meine Großeltern, Zeit ihres Lebens in Rothenburg ob der Tauber gewohnt, hatten ein altes Stadthaus mit Gewölbekeller. Und in diesem Gewölbekeller hat sich Grundwasser in so einer, ja, möchte man sagen, Zisterne gesammelt. Und da hat mein Großvater relativ zeitnah nach dem Krieg sehr hochwertigen Wein eingelagert, also nachdem da alles halt wieder alles angelaufen war. Und hat immer zur Geburt eines Enkels eine Flasche aufgemacht. Er hatte genug eingelagert, also ich habe viele Cousins und Cousinen. Und die waren alle gut. Ne? Mhm. Waren alle gut. Also ich habe selbst nie probiert, ja. Das, warst du noch zu klein? Bisschen. Zu jung. Mhm. Ne? Klein bin ich immer noch, aber zu jung. Mhm. Und drum ist es, also gerade so ein Wein irgendwie mal, der macht jetzt schon Spaß, ist jetzt schon wirklich ein toller Wein. Aber ich glaube wirklich, einfach mal 15 Jahre kannst du den liegen. Einfach mal irgendwo einlagern, wo die Temperatur passt, ja, und einfach mal vergessen. Ja. So, und wenn man den dann in 15 Jahren wieder ausgräbt, dann ist das eine Atombombe. Ja. Also wie gesagt, 18 Punkte, kratzen den 19. Und lieber Philipp, Kompliment an die Rotweine hier. Absolut. Also alles richtig gemacht. Ja, also wirklich macht Spaß. Ja. Und wie gesagt, Weine, die, glaube ich, wirklich eigentlich primär eigentlich die Essensbegleiter sind. Ich meine, wir trinken die auch gerne so. Ja. Aber ich glaube, das sind primär Essensbegleiter. Ein gutes Steak. Was haben wir da mal noch? Ja. Hau was auf den Grill. Ja. In diesem Sinne. Macht's gut. Servus. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Don't drink and drive. Und abonnieren. Ah, ja. Mhm. Ja, genau, abonnieren. Please subscribe. Mhm. Mhm. Servus.